Da musstest du halt noch irgendwie deinen Kopf anmachen. Erst blauen Schmuck, bis du dann goldenen Schmuck hast. Dann bist du mit Serap rumgelaufen, mit Witch Earrings hast du nicht gesehen. Das waren Zeiten. Ich finde, das gehört aber voll zum Spiel dazu, meiner Meinung nach. Finde ich fast ein bisschen schade, dass die ganzen neuen Spieler das nicht erleben. Ehrlich gesagt. Früher gab es auch einige Boss-Armor auf Panda Markt für 5 Bill oder so. Ich vermisse den alten Marktplatz, ne? Wo du noch wirklich gesniped hast. Mittlerweile ist es ja einfach nur eine Vorbestellung reinknallen und warten. Dann hattest du deine Fenster unten rechts so, die dir angezeigt haben, ist jetzt am Markt registriert worden, schnell umloggen auf irgendeinen Char, der in der Stadt steht und probieren, diese Kacke zu snipen. Boah, was habe ich das geliebt. Ich habe so viele Kostüme dadurch bekommen. Ei. Fogans Grind für Pamilla, ja. Ich vermisse das so ein bisschen, muss ich sagen. Ganz störend finde ich auch, muss ich sagen, die Prozentchance bei Verstärkungen. Finde ich nämlich total Quatsch. Ich richte mich da auch nach wie vor nicht nach. Mach das nach Bauchgefühl. Wenn ich sage, der Stack ist cool für mich, egal ob da nur 3 oder 30% stehen, drücke ich damit. Renown Score. Bei mir war richtig unlucky. Als ich das Game angefangen habe, gab es den Renown Score. Dann war er weg. Dann kam er wieder. Dann habe ich ihn erreicht und dann war er weg. Dann wurde er komplett rausgenommen aus dem Game. War richtig, richtig unlucky für mich. Richtig blöde. Richtig unlucky. Ey, damals war Ugaring auch noch was wert und so, ne? Bist viel achtsamer mit dem Geld umgegangen und mit dem Teilen, die du hast. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Pen-Roulettes waren gar nicht so heftig damals, wie sie es mittlerweile sind. Weil du es dir so einfach besorgen kannst wieder. Ich meine, ich war noch nicht da, als es auf 56 noch High-Level war. Da war ich noch nicht im Game. Aber das war ja wohl auch Pain. Oder auch als Waffen nur maximal plus 15 waren. Mon, die Tri-Ted-Pen und so kam ja noch später erst. Igor Batali hochweg. Mit 2016 angefangen, da war das Spiel sehr, sehr schwer. Also es ist einfacher gemacht worden, was natürlich gut ist für neue Spielerschaften. Gar keine Frage. Aber ich finde es zu einfach mittlerweile. Ich meine, überleg mal, früher haben wir Kombos lernen müssen, um unsere Klasse zu beherrschen. Wir haben uns mit anderen Klassen auseinandersetzen müssen, um gegen die zu kämpfen. Mittlerweile... Kombos sind völlig unrelevant geworden. Völlig unrelevant. Tatsächlich. Ist einfach so einfach geworden. Ich meine, jetzt ist es eigentlich nur noch ein bisschen Mausklicken, ein bisschen wild auf der Tastatur rumklicken und du wirst schon irgendeinen Skill erwischen, so gefühlt. Klar, bei einigen Klassen musst du natürlich trotzdem darauf achten, Kombos zu machen, aber die meisten sind so richtig Brain-AFK, PvP-Fights. Aber das ist nur meine Meinung. Von daher... Ich weiß, sie haben nicht viele, aber das ist okay für mich. Ich bin halt oldschool, was das angeht. Ziemlich oldschool. Fällt normalerweise immer mit Giska plus Leute, die kein Pwn Giska Bild haben. Ja gut, die meisten... Ich meine, was ist denn Durchschnittsgear momentan? Sagen wir so 600?
600er Gearscore, Level 62, 63. Durchschnittsgear von der Spielerschaft, meine ich. 630 bis 650, okay, doch mehr, okay. Ja, die PvP-Szene. Ich meinte generell auf die Spielerschaft bezogen, unabhängig von PvP. Simon hat Gisket eine Herausforderung aus, überlege ich. Ich spiele jetzt 2020 wieder aktiv. Und ich gehe dieses Jahr auch auf 700. Wenn du früher ein Stück Holz wolltest, hast du 15 Sekunden am Baum gestanden. Ja, stimmt, der ganze Mano-Shit und so, den gibt's ja auch noch gar nicht so lange, ne? Ganze Livesgeschmuck und so, das ist ja auch erst seit. Boah, nicht mal ein Jahr, oder? Wie lange ist das jetzt drin im Game? Laube und so? Ich glaube, das ist vielleicht 8 Monate, 9 Monate. Ja, stimmt, das wirkt sich ja nicht auf die Geschwindigkeit aus, ne? Das ist ja nur, ja. True. Ich kannte jeden Baum mit Namen um Heide herum. Ich kenne auch bei Miromog jeden einzelnen Baum mit Namen. Ich habe tatsächlich beim Grind den Bäumen Namen gegeben irgendwann. Oh Mann. Das war auch Zeiten. Das waren Zeiten. Ich vermisse meine Miromog-Zeiten irgendwie. 26.09.2019 behandelt es sich um Kleidung, was das war. Boah, echt doch schon so lange? Uff, hätte ich nicht gedacht. September. Aber doch schon 2019, ja. Hm. Doch schon länger, als ich eigentlich dachte. Heftig, heftig. Bleib ruhig, bin ja schon mal. WTF-Level, guten Morgen. Habt ihr mal eine Frage? Kennt sich wer aus mit dem Mana-Portal aus deiner Warnsteppe? Ja, das sieht so aus. Das ist das Einzige, was ich habe für Mana. Ja, was möchtest du denn wissen? Mastery und so spielt dabei keine Rolle, by the way, falls du das wissen willst. Und auch Node-Level nicht. Das Einzige, was ich habe von Mana, nein. Meine, die Alte ist wieder da, gar kein Fuck. Das Ding ist halt, es wäre halt einfach. Also, ich mache halt mehr XP jetzt bei Kloster, ne? Und mehr Money natürlich auch. Mastery spielt doch eine Rolle. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ohne Lifeskill-Klamotte, ohne Buffs und sonst was da hingegangen. Hab mich da einfach hingebückt eine halbe Stunde. Mit dem bisschen Energie, was ich da habe. Dann war das Ding erledigt. Meiner Meinung nach ist die Mastery egal. Weil es ist RNG, dass das Ding droppt. Ich weiß, dass einige auch sagen, ja doch, Mastery spielt eine Rolle. Ich bleib dabei, ich sag, es spielt keine Rolle. Die Ferinas.
Ja, Ferinas und Ferikas machst du, ja? Oh, ich muss mal auspacken, bin irgendwie überladen gerade. Drei Stück in einem Mal bekommen haben. Aber ist das dann wirklich Mastery-abhängig? Oder eher RNG? PvP-Server ideal. Seit ein Gather-Teil. Ich weiß gar nicht. Oh, fuck, ich kriege noch eine Waffe. Ich weiß gar nicht, ob die 50% mehr. Hä? Habe ich nicht gerade eine Waffe aufgehoben? Ich bin zu schwer, um eine Waffe aufzuheben. Ist das denn ernst? Ach, leck mich doch. Ich bin zu schwer für eine Waffe. Lul. Ich dash mich mal kurz zu meinem Pferd. Kann auch nicht sein. So. Lol. Ich kann einen Buff nicht aufheben, weil ich zu schwer bin. Das ist auch witzig. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade hier in meiner Aluhut-Sekte, habe ich noch Platz für neue Mitglieder. Wie sieht's aus, Luga? Wieso? Droppen da Krallen? Dann könnte ich mir einen Beitritt vielleicht vorstellen. Gathering increase. Erzählungsstein des Lebens hast. Okay. Also, ohne Witz, ne? Ich bin da komplett ungebufft damals hingegangen. Kein Zeltbuff an, nix. Doch, ich glaube, ich hatte Kronfood an. Oder ich hatte den. Oder hatte ich den Gather Villa Buff an? Eins von beiden hatte ich auf jeden Fall an, das weiß ich noch. Stehst du vor Ort? Ja, ich mach meine Waffe weg noch. Dann reite ich kurz in die Stadt. Drop noch meine Träne, damit ich auch weiden kann. Buff mich nochmal kurz bei der Kirche und dann bin ich da. Hast du mal geguckt, ob der Spot frei... Gut, meine 7 Minuten verzögern sich auf 10. Ich habe noch eine Waffe gedroppt. Sonst müsstest du mir den Spot wahrscheinlich... den Server gleich einmal... respawnen. Beuterolle? Nee. Also Beuterolle würde ich nicht anmachen. Wenn du mich fragst beim Gather. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, als ich Mario mal gefragt habe, ob sich so Beute-Buffs, also auch wenn wir jetzt so Drop-Event haben, auf Lifeskill auswirken, hat er gesagt, nein. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch PvP, also Archer-Server, keine Auswirkung darauf hat, oder? Meine ich. Er und ich bin alleine? Nee, nee.
Also wenn ich jetzt nicht noch 5 Waffen droppe. Auf den Loot beim Tod des Monsters. Ja, yeah, genau. Aber nicht auf das, genau. Nicht auf das Sammeln an sich, genau. Genau. Ja. Gib mal Gas, Mr. Artemis. Okay, Thorsten. Ich muss ja, nachdem die Waffe vorbei ist, nur ganz kurz in die Stadt neue Buffs auffrischen und kurz neue Raserei kaufen. Dann bin ich ja schon bei euch. Kommt auf die Loot Scroll drauf an. Wieso? Gibt der Mount und. Achso, du meinst wegen Beutemenge und Beuterate, ne? Ja, aber beim Gathern. Eigentlich doch wie Dreamlift geschrieben. Oh, jetzt kriege ich natürlich auch noch eine Glocke. Wie Dreamlift geschrieben hat. Eigentlich ist es doch dann nur Auswirkungen, wenn du den Mob killst und daraus der Loot kommt. Und nicht, ob du es gatherst. Gibt doch Lifeskill, was? Aber ich denke, Mastery ist unabhängig. Ja, das ist aber nur, wenn du den Mob killst und daraus der Trash kommt. Nicht beim Gathern. Oder? Also, das wäre halt das, was du meinst, Kandan, wäre ja auf den Trash-Loot bezogen. Der zählt aber nur bei dem Mob, was du killst und da an Trash rauskommt. Und hat ja überhaupt nichts mehr mit dem Sammeln an sich zu tun. Manis wurde nochmal verlängert, ja. Okay. Eigentlich bis 2. Februar, aber oben stand als Mitteilung, dass nochmal um 14 Tage verlängert wurde. Warte mal, es gibt Lifeskill-Rollen, die die Rate für seltene Gegenstände erhöhen. Die zählen da? Was sind denn Lifeskill-Scrolls? Was zum Teufel sind denn Lifeskill-Scrolls? Meint ihr diese Meisterung der Arbeitstalente scheiße? Meint ihr das? Mit den Lifeskill Scrolls? Oder? Ja. Ja, habe ich doch die richtigen im Kopf. Ah, okay, das sind. Ja, davon habe ich ganz viele. Ja, ja. Also, das sind die einzigen, die mir auch eingefallen sind. Diese Meisterung der Arbeitstalente. Sonst könnte ich mit Lifeskill Scrolls gerade wenig anfangen. Hallo Heftan, guten Morgen. Bis 16.02. Danke, Thorsten. Okay, und die haben Einfluss darauf, oder was? Aha. Aha. Aber ich denke, die Mastery zählt dabei nicht. Ich meine, die Rolle, die gibt ja auch nur 100% Meisterung und 20% EP. Ich glaube, meine Event-Items, welche zusammen mit Loot Scrolls diese Scrolls hergestellt haben. Mastery hört Rare Item Found. Aha. Okay. Ja, ich bin einfach lifeskill-mäßig gar nicht im Bilde, ne? Deswegen.
Aluhut lässt grüßen, das weiß keiner wirklich. Okay. Das klingt für mich unlogisch. Aber okay. Vielleicht ist es auch logisch und ich sehe es einfach nur nicht, aber... Hm. Weiß nicht. Ja, weil ich denke, dass die Mastery nichts damit zu tun hat. Ich meine, wenn ich davon ausgehe, dass die Leute die Manus tragen und dann gathern gehen für das Navanstepp-Teil. Aber man sagt, dass die Mastery keine Auswirkung darauf hat, dass das droppt. Warum nehme ich dann eine Scroll, die mir Mastery gibt und da heißt es dann aber, nee, dadurch wird es die Chance erhöht, dass es droppt. Hä? Das ist doch ein Widerspruch. Das ist das, was mich gerade stutzig macht. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Unlogische daran. Wenn man sagt, okay, eigentlich hat das keine Auswirkung, diese Mastery, mit dem ganzen Manus-Zeugs an und so, und dann aber irgendwie doch durch die Rolle. Ist halt so, wie wenn du sagst, Lutzko hilft nicht beim Mannschaftsteil. Generell habe ich alle meine HP-Portale ohne Lootscroll gedroppt, aber... Mann, ich krieg noch eine Waffe! Ich komme wirklich nie bei euch an. Ich habe schon wieder eine Waffe gedroppt. Oh Mann. Ja, ich hoffe, ihr frühstückt erstmal, Thorsten und Erna. Obwohl, Erna hat schon gefrühstückt. Erna, vielleicht machst du doch noch eine Runde Sport. Ey, aber ich hab ja Zeit bis 9 Uhr, ne? Also, eigentlich... Nimm die Waffe. Ich kann dir gleich, wenn du willst, den Server callen. Sollte ich nochmal eine Waffe kriegen, dann kann ich dir gleich Bescheid sagen, wo du hinkommen kannst. What the fuck? Dann kann ich dir das sagen, dann kann ich nämlich zum Castle-Spot aufbrechen. Die Waffen was wert? Es geht eigentlich nicht um den Wert, sondern um den Buff, den dir die Waffe gibt. Denn du hast hier mit dem Waffenbuff, hast du für 10 Minuten halt viel mehr Damage. Heißt, du clearst den Spot schneller, heißt, du machst mehr Trash, heißt, du machst mehr Money. Deswegen ist Waffe Pock auf LWR zu droppen. Kannst du die Chance dort auf Podpiece nicht erhöhen? Zählt als PvE-Drop, aber die Methode Livescale ist, kannst du mit Rollen wohl nichts bewirken. So ist die Chance für alle gleich, weil nicht jeder Livescale macht. So kannst du nur hoffen, dass es schnell droppt. Sagt Nancy. Ich bleib dabei, dass Mastery keinerlei Bedeutung dafür hat. Ob es so ist oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab's ja bei mir selbst gesehen. Ich meine, ich hab nichts an Mastery, ne? Oder was habe ich bei der Dike? Warte mal. Sammeln. 230 Mastery. Pock. Nice. Kompass? Nee, Kompass nicht. Also Karte, ja. Aber Kompass nicht. Mir fehlt noch Elton. Jetzt haben wir aber wieder exzellente Rollen bekommen über den Code gestern. Mal gucken, ob ich dann die nächsten Wodguns droppe. Ich habe jetzt 4 Wodguns gedroppt. Ne, mir fehlt noch Elton. Dann wäre Kompass auch fertig. Dann fehlt mir eigentlich nur noch Chira und Mannschaum. Dann wäre Malapot fertig. Ja, und dann Ring Grind. Wobei es ein bisschen tricky jetzt wird mit der Krypta, ne?
Obzeka, nur den Helm. Obzeka habe ich nur den Helm, aber nicht die Rüstung. Helm war easy peasy bei mir damals. In der Box. Ja, ja, genau. Die Exzellenten sind in der Box drin. Die kannst du aufmachen und dann 5 kommen raus. Ja, 5. You know. Fünf. Mhm. 5 Exzellente. Scrolls. Du magst das, wenn ich 5 sag, ne? Ich weiß gar nicht warum. Natürlich. 5. Irgendwie so. Eigentlich ist das wirklich bescheuert, ne? Aber es ist so wie total cool. Sind Tage halten die exzellenten Scrolls, wenn du die auspackst, meine ich. 14, ne? Gesamt? Ja. Ich hoffe, dass ich bis April fertig bin mit dem Kompass, ne? Weil da kommt Wintergebiet. Dazu muss ich den Kompass erstmal wieder aufschieben. Wenn ich über Grind gehen kann, mal gucken, was da benötigt wird an APDP. Ich habe so das Gefühl, als wenn es so ein 400-DP-Spot wird, aber mal gucken. Nicht höher als 11, ja? Oh, okay. Gepockt. Auch mal gesagt. Bis dahin muss ich das fertig haben und was ist. Der, du grindest gerade gar kein History, oder, Goku? Frag mich, warum die ein Ablaufdatum haben, damit man sie nicht stacken kann, wenn man wieder ein Drop-Event ist. Weiß nicht. Damit das weiterhin ein Rare-Item bleibt, vielleicht. So nach dem Motto, schnell verbrauchen. Vielleicht dient es aber auch zum Ansporn, dass man die überhaupt benutzt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Na guck mal, haben wir die gleiche Idee gehabt, Rümis. Mit T10 einholen. Thorsten hatte nochmal was gepostet, oder? Wegen Dreamhouse. Ich habe es nur ganz kurz gesehen, aber mir noch nicht angeguckt gehabt. Heute Morgen. Pff, nee. Wissen werden wir nie, warum irgendwas wie läuft im Game. Das werden wir nie erfahren. Wahrscheinlich weiß das nicht mal PA selbst. Streckenweise. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja. Gleich auf dem Weg.